أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wieso ich mich gerade für den Islam entschieden habe? Ja, also eigentlich ist der Islam, wie ich gesagt habe, ja zu mir gekommen und nicht umgekehrt. Allerdings muss ich auch sagen, also ich bin in einem christlichen Haushalt groß geworden. Meine Oma war sehr fromm und hat mir jeden Tag auch von Jesus, Israel erzählt. Und das war für mich schon eine wichtige Persönlichkeit, auch die Message, die er gebracht hat. Was mich nur halt immer stutzig gemacht hat an der ganzen Geschichte mit Jesus, mit dem Neuen Testament, ist, warum stirbt er am Kreuz und nimmt unsere Sünden weg? Ja, wenn das so ist, dass wir alle keine Sünden machen können, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, dann haben wir auch gar keine Eigenverantwortung mehr. Ich denke, dachte immer schon so, also dass Allah uns auch eine Eigenverantwortung gegeben hat. Wir sind ja so ein Ebenbild. Und was ich auch nicht verstanden habe an der christlichen Kirche, ist, warum man sagt, Jesus ist gleich Gott, das kann nicht sein. Astaghfirullah, das ist Beigesellung, das geht gar nicht. Allah ist der einzige Allah. Gibt es nur einmal, der braucht keine Fleischwerdung, um sich uns zu zeigen. Ja. Das war schon immer meine Frage gewesen, wo der Inhalt des Christentums, also die Liebe unter den Menschen, mich schon berührt hat und mir auch völlig, völlig einleuchtete. Und deshalb unter anderem war so auf rationalen Wege auch Islam die einzige Religion für mich. Ja, und eine andere Möglichkeit gab es da gar nicht. Der andere Aspekt, einfach den ich auch in der christlichen Kirche vermisst habe, ist Tatsache der mystische Teil. Wir haben zwar auch in der Kirche Gesänge und es gibt den Rosenkranz in der katholischen Kirche, wo man halt auch betet, ähnlich den Tesbih. Aber es gibt da keine täglichen Übungen. Ja, also ein Christ, so wie ich sie kenne, in Deutschland, der betet nicht täglich seine 9 Gebete oder die 4 und macht auch kein Gottgedenken, also macht keinen Dicker, macht keine Meditation. Sowas gibt es da nicht. Mystik ist, wie soll ich sagen, ausgeschlossen. Also, was ich mir eigentlich schon gar nicht vorstellen kann. Also, Gott erleben ist oder Allah erleben ist eine mystische Begebenheit. Ist ja keine Person, ist ja für uns unsichtbar. Doch muss es ja eine mystische Begegnung sein. Und gerade das hat mich sehr interessiert. Das heißt interessiert, berührt und letztendlich auch zum Islam geführt. Der rationale Aspekt eben und der mystische Aspekt, der in der christlichen Kirche komplett fehlt, der hat mich letztendlich zum Islam geführt. Alhamdulillah.